Und hier seht ihr, das wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Optionen gehen nach oben. Die Leute denken, boah geil, mit Optionen kann man nur gewinnen. Die Leute kaufen noch mehr Optionen. Tino muss das Underline kaufen, um seine Risiken abzusichern. Kurse steigen weiter, Leute kaufen mehr Optionen, Tino kauft mehr Aktien und das Rad dreht sich gen und endlich. Es geht halt los letzte Woche. Also wir sind irgendwie das ist quasi das 5 vor 6 so. Ich und Tino, wir schnacken noch ein bisschen vor Börsenbunch. Er sagt so, ja, ich habe da so einen Artikel, der könnte dich interessieren, weil du hast doch diese riesige Tesla-Position. Ich so, schlimm? Er so, ja, schon eher. Sag ich so, okay, wow, so richtig schlimm? Er so, ja, weiß ich nicht, musste mal lesen, aber also mir persönlich wird das Bauchschmerzen bereiten. Ich so, ja, okay, das wären jetzt auf jeden Fall angenehme 2 Stunden mit der Information im Nacken. Er schickt mir den zu, ich lese den nachher durch und bin danach besorgt. Mehr als besorgt und woher diese ganze Besorgnis kommt, habe ich jetzt hier für euch. Und das Ding bei mir ist aber, ich bereite das ja hier, also weil es wird komplex, deshalb gehe ich didaktisch den richtigen Weg und nehme euch jetzt komplett mit auf die Reise, damit ihr nachvollziehen könnt, woher diese Besorgnis kommt. Und um zu verstehen, wieso das gleich dramatisch wird, müssen wir zuerst verstehen, was überhaupt eine Call-Option ist. Also eine Call-Option, zu Deutsch eine Kaufoption, räumt ihrem Käufer das Recht ein, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis, dem sogenannten Ausübungspreis, zu kaufen. Der Verkäufer ist bei der Ausübung der Call-Option verpflichtet, diesen Basiswert zu verkaufen. Dafür erhält der Optionskäufer eine Optionsprämie. Also, in unserem Beispiel gucken wir uns die Aktie A an, die kostet aktuell 90 Euro. Und ich komme jetzt zu Tino, das ist der, der mir die Option nachher verkauft und macht, ich würde ganz gerne bei dir die Option einkaufen am 01.01.2022 Aktie A für 100 Euro zu kaufen. Das heißt also quasi, was Tino jetzt in dieser Situation macht, ist, er sagt zu mir, das ist überhaupt kein Problem. Ich sehe zu, dass halt quasi, wenn der Stichtag kommt, ich dir diese Aktie zu dem vorher festgelegten Preis auch tatsächlich liefern werde. Dafür, dass ich diese Option, das zu tun, bei Tino einkaufe, zahle ich ihm regelmäßig Prämie. Das heißt, ich gebe ihm wöchentlich, monatlich, wie auch immer das vorher vereinbart wurde, Geld dafür, dass ich zum Ausübungszeitpunkt die Option habe, Aktie A zu kaufen. So, was habe ich jetzt persönlich davon, beziehungsweise in welche Szenarien kann das jetzt ausschlagen? Und wir fangen mal an mit dem für mich guten Szenario, nämlich zum 01.01.2022 kostet die Aktie jetzt auf einmal 150 Euro. Das heißt, die ist jetzt im Wert gestiegen. In der Situation freue ich mich natürlich und Tino ist traurig, weil Tino muss mir jetzt halt quasi, obwohl die Aktie aktuell am Markt 150 Euro kostet, diese Aktie für 100 Euro verkaufen, weil das ist die Option, die ich bei ihm eingekauft habe. Das heißt also quasi in so einer Situation mache ich 50 Euro Gewinn, weil ich, obwohl die Aktie am Markt gerade 150 kostet, ein Papierbesitzer auf dem steht, Tino muss sie mir verkaufen für 100. Das ist, was die Call-Option macht. Auf der anderen Seite würde es halt folgendermaßen aussehen, sagen wir mal, die fällt. Also das ist quasi das andere Szenario, auf in diesem Fall 50 Euro. Würde Tino sich natürlich freuen, weil er streicht sich die Prämien ein, die ich halt quasi bis zum Stichtag wöchentlich, monatlich an ihn geliefert habe. Aber ich werde natürlich einen Teufel tun, am 01.01. für 100 Euro eine Aktie bei Tino zu kaufen, die am Markt gerade nur 50 kostet. Also das ist quasi, was diese Optionen machen. Und jetzt hier merkt man vielleicht schon, also das ist jetzt nicht unbedingt Alltag, dass Leute halt quasi sowas machen, weil es natürlich schon ein gewisses Maß an Spekulationen beinhaltet, sowas. Und per se, das ist wichtig zu verstehen, als das erfunden wurde, dafür gedacht ist, dass halt quasi größere Anleger, größere institutionelle Anleger gewisse Risiken mit solchen Wertpapieren absichern. Das ist der derivative Markt.
Also grundsätzlich, wenn du, weiß ich nicht, du bist ein Hedgefonds, hast eine riesige Position, die könnte dich halt quasi deinen Hals kosten. Dementsprechend sicherst du die ab über Optionen. Das heißt, du gibst Tino Geld dafür, dass, sollte irgendwas schiefgehen, dein Hedgefonds nicht implodiert. Oder noch ein fast verständlicheres Beispiel, lassen wir den Hedgefonds raus, wir nehmen mal Fluggesellschaften. Die machen sowas regelmäßig mit Öl/Kerosin. Die müssen das machen. Die können ja nicht auf die permanent fluktuierenden Ölpreise reagieren und sagen, ah, jetzt brauchen wir gerade mal ein paar Fässer. Oh, scheiße, steht gerade bei $80. Also die machen sowas zum Beispiel. Das dient auch einer Planbarkeit von Ausgaben. Tatsächlich im wirklichen Sinne, auch in der Landwirtschaft ist das gang und gäbe. Es wurde übrigens in der Landwirtschaft erfunden. Diese Derivate wurden ursprünglich mal für Reismärkte in Japan erfunden. Ja. Sehr, sehr beliebt bei Schweinehälften und Orangensaftkonzentraten. Ja, zum Beispiel. Ja, oder Mais und Baumwolle, Kaffee. Jede Kaffeerösterei muss so arbeiten. Die können nicht just in time Kaffee kaufen, Arabica am Markt. Da mal steht das Ding hoch und mal unten. Das wäre ein Glücksspiel für die, wirklich. Und die müssen das planen und deswegen kommen dort Optionen ins Spiel. So, alles genau richtige Beispiele, um das zu verstehen. Also grundsätzlich, es gibt Risiken, die liegen in der Zukunft. Und damit du überhaupt Geschäfte machen kannst, musst du diese Risiken absichern, weil sonst würde es halt eigentlich dazu führen, dass am laufenden Band überall die Kaffeeröstereien pleite gehen würden, weil wenn sie halt quasi nicht den Abnahmepreis, den sie halt quasi kosteneffizient benötigen, in irgendeiner Form absichern können, ist es natürlich halt dramatisch, weil die Kosten dann ja auf dem Weg dahin tun können, was sie wollen. Das heißt, du hättest halt keine Planbarkeit, keiner würde mal irgendwas anbauen. So. Das ist, wie die gedacht gewesen sind. Und jetzt kommen wir halt quasi, also wo geht das Besorgniserregende langsam los? Das ist halt quasi, also man kann hier ganz gut sehen, also es gibt halt ein ungefähres Volumen an Optionen, die so gehandelt werden. Also halt quasi, was wird so regelmäßig in so einem Jahr an Optionen gehandelt, also was werden für Risiken abgesichert? Und da kann man jetzt auch sehen, also das ist eigentlich relativ stabil mit so ein paar kleineren Ausreißern, aber was man jetzt halt feststellen kann, ist das täglich gehandelte Optionsvolumen an US-Börsen, also in Chicago passiert das alles, wo halt auch wirklich, also ein Großteil der Welt wickelt das halt über ganz genau diese Börsen ab, passiert jetzt im Jahr 2020, 2021 was ganz Interessantes, nennen wir es mal interessant. Nämlich, dass man halt sehen kann, also das hat quasi, dass das täglich gehandelte Volumen an Optionen hat sich mehr oder minder von 2019 auf 2021 verdoppelt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, also ist jetzt die Landwirtschaft, ist die größeren Risiken ausgesetzt und auch das würde ich dir sogar noch einräumen, weil ich sagen würde, ja, mit Klimaerwärmung und so, maybe. Aber würde das menschenmöglich eine Verdoppelung des Optionsvolumens in irgendeiner Form rechtfertigen? Das würde ich so nicht mehr unterschreiben. Das heißt also, aus irgendwelchen Gründen, irgendjemand ist einem Anschein nach schwer damit beschäftigt, Optionen zu handeln, um damit vielleicht gar nicht mehr Risiken abzusichern, sondern was ganz anderes damit zu tun. Nämlich, und das ist halt quasi, wie es in diese Folge reinpasst, was, wenn das jetzt auf einmal gar nicht mehr irgendwas ist, womit Dinge abgesichert werden, sondern das sind jetzt die Würfel, die halt aktuell gerollt werden, so wie die CDOs damals in 2008, um halt im Nachhinein einfach Schabernack am Markt zu treiben. Und dann könnte man jetzt sagen, ja gut, ne, aber ich meine, Option, das ist ja erstmal noch nicht so dramatisch, das ist doch quasi so eine Subkultur und die Leute, ein Großteil des Aktienmarktes, die machen doch solche furchtbaren Dinge nicht. Das sind doch alles solide Anleger, um die muss ich mir doch keine Sorgen machen. Was uns dann jetzt direkt zu einem nächsten, mehr als belastenden Punkt in dieser ganzen Geschichte bringen würde, ist nämlich das Volumen von kreditfinanzierten Aktienkäufen. Also wo man jetzt halt sagt, also quasi, also jede gute Doku über den schwarzen Montag geht ja irgendwie damit los, dass die halt so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Börse in New York zeigen und da laufen so Leute rum und dann wird erstmal der Kleinanleger geschimpft. So, ja, weil der doofe Amerikaner Aktien auf Kredit gekauft hat, crasht das alles. Na, immer die gleichen, die schuld sind. Und also der Klassiker, also in Amerika ist das tatsächlich gang und gäbe. Auch das Wort übrigens in Deutsch, das habe ich hier in dieser Sendung gelernt. Und jetzt sagt mir nicht, würdet ihr nichts lernen. Lombard-Kredit. Genau. Das nämlich in Amerika grundsätzlich sehr viele Leute einfach Aktien kaufen, indem sie ihr aktuelles Portfolio beleihen. Das heißt, du hast Aktien drin, die entwickeln sich gut, verdoppeln sich im Wert und dann gibst du halt quasi die Aktien, die du gerade besitzt, als Sicherheit ab, um Geld aufzunehmen, um noch mehr Aktien damit zu kaufen. Also nie ein gutes Zeichen.
Das ist also quasi, wie das Feuer in Amerika da reinkommt und natürlich die Möglichkeit, dass halt dieser Tage, Optionsbeispiel von gerade, halt auch allerlei andere spannende Möglichkeiten da sind, um Wertpapiere auf Pump zu holen. Und wenn man sich jetzt diesen Anstieg nochmal angucken möchte und wieso mich der belastet, ist, wo genau sieht man dann halt, dass diese Kurve scharf nach oben geht? Und da sehen wir jetzt also von 1999 auf 2000 hoch, passiert so ein rapider Anstieg. Und ich meine, ja, der ist nicht so gut ausgegangen. Aber wir lernen ja aus unseren Fehlern und kaufen keine Wertpapiere mehr auf Kredit. Sagen wir ungefähr bis 2006 und dann bis auf 2008 hoch weiter Wertpapiere auf Kredit zu kaufen. Auch nicht so gut ausgegangen. Und wenn ich mir jetzt diesen scharfen Anstieg von 2002 auf 2021 angucke, will man doch erstmal sagen, hier lässt sich auf jeden Fall schon mal ein kleines Muster erkennen. Und das war ja auch das, was die Leute von börse.de bemängelt haben, ist, dass wir halt quasi bei 912 Billionen Margin Debt stehen. Also ihr erinnert euch gerade noch, da habe ich euch quasi, also das, was hier eine Trillionen wäre, 1000 Milliarden, die halt aktuell momentan Aktien sind, die einfach auf Pump gehalten werden. Und was wissen wir über Aktien, die auf Pump gehalten werden? Ja, die sind grundsätzlich nicht unbedingt die solidesten Anleger, weil das natürlich die sind, die Dinge auf den Markt schmeißen müssen, wenn mal was schief geht. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was kann das den Menschen möglich mit Aktienkursen zu tun haben? Was uns zurück zu Tino bringt. Der, wenn er klug ist, jetzt ja Folgendes tut. Also der verkauft mir jetzt eine Option, mit der er mir dann halt irgendwie die Möglichkeit einräumt, Aktie A für 100 Euro zu kaufen. Ihr erinnert euch. Jetzt ist Tino aber nicht doof. Das heißt, Tino muss natürlich in irgendeiner Form sein Risiko auch absichern. Denn sollte zum 01.01.2022 Aktie A nicht 150, sondern 1.500 Euro kosten, ist das natürlich also eine ganze Menge Asche, die Tino aufbringen muss, um mir diese Aktie zu besorgen, um sie mir dann für einen Huni zu geben. Das heißt, wenn Tino clever ist, verkauft er mir die Option, kassiert die Prämien, rechnet sich das irgendwie aus, ist der clever mit dem Taschenrechner und kauft natürlich parallel dazu die Aktie. Das heißt, er hat die schon mal im Depot liegen und nimmt so halt das Risiko raus. Das heißt, wenn die auf 1.500 hochgeht und er muss mir die halt am 1.1. geben für einen Huni, dann hat er die schon mal da. Und jetzt macht aus Tino mal Market Maker, der das halt quasi am laufenden Band irgendwie tun muss. Sprich, also da ist halt die Person, die halt am laufenden Band diese Option verkauft und halt auch für Leute, die Short gehen wollen, das auf beiden Seiten macht, die viel, viel größere Risiken absichern müssen. Und die kaufen jetzt halt quasi alle das Underlying, also halt quasi das Asset, auf dem dieser Zock halt finanziert wird. Dann sagt ihr jetzt natürlich zu Recht, aber was passiert denn dann, wenn halt aktuell die Aktienkurse halt einfach nur so dramatisch in die Höhe schießen, weil halt quasi durch diesen ganzen Optionswahnsinn, den wir hier sehen, zusammen mit dieser riesigen Kreditmarge, wir in einer Situation sind, wo halt im Nachhinein einfach nur Leute, die anderen Leuten Casino ermöglichen, Aktien kaufen als Sicherheit, falls Casino crasht. Und hier seht ihr, das wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Optionen gehen nach oben. Die Leute denken, boah geil, mit Optionen kann man nur gewinnen. Die Leute kaufen noch mehr Optionen. Tino muss das Underlying kaufen, um seine Risiken abzusichern. Kurse steigen weiter, Leute kaufen mehr Optionen, Tino kauft mehr Aktien und das Rad dreht sich gen und endlich. Ja, du hast es verstanden. Super. Ja. Und es gibt halt viele Titel und so, da werden wir direkt wieder bei der Tesla-Position werden, wo man halt guten Gewissens fragen kann, ich meine, selbst so einer wie ich, und ich glaube an die Technologie, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt rausgehe, ist halt quasi nicht die komplette Straße runterstehen halt Tesla-Autos. Das heißt, also kann aktuell Tesla tatsächlich via Börsenbewertung so viel wert sein wie alle anderen Autobauer der ganzen Welt? Oder ist da vielleicht irgendwas anderes am Werke? Und wenn es jetzt nicht der Glauben der Anlegerschaft daran ist, dass halt quasi Tesla wirklich jedes Auto auf der Welt verkaufen wird, was, wenn das halt ganz genau dieser Prozess ist? Tesla, Liebling, der gerne mit Optionen gespielt wird und halt quasi im Nachhinein kauft irgendein Market Maker den Kurs nach oben. Und jetzt quasi mit den Informationen, die ihr gerade habt, also halt quasi, es ist quasi, die Kurse könnten genauso gut irgendwo von irgendwelchen Market Makern betrieben werden. Gleichzeitig ist es super attraktiv, den Leuten Optionen immer noch schmackhafter zu machen. Und die Leute, die diese Option kaufen, tun es vielleicht alle nicht mit ihrer eigenen Kohle, sondern leihen sich noch Kohle von der Bank. Und wir dann das hier sehen,
dass wir halt quasi in einer Situation angekommen sind, wo das Handelsvolumen von Aktienoptionen halt vorsieht, dass halt quasi die Kurse der Aktien nicht mehr die Kurse der Optionen machen, wo, so wie es eigentlich gedacht gewesen ist. Also halt damals bei dieser ganzen Risikoabsicherung hat man halt quasi die Risiken von einzelnen Aktien über Optionen abgesichert. Sondern es hat sich jetzt einfach umgedreht. Und das vor kurzem. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und das hat es so in dieser Form, also seit längerer Zeit nicht gegeben. Ist, dass wir halt quasi jetzt aktuell die Option da in der Lage sind, den Preis von Aktien zu beeinflussen. Also das Rad, was wir uns gerade angeguckt haben. Dann will man doch erstmal sagen, dass wir in einer ziemlich beschissenen Situation sind, wenn man sich überlegt, dass man natürlich diese Situation so nicht haben möchte. Also man möchte halt quasi, dass das halt die Aktienkurse die Optionen beeinflussen und nicht andersrum. Weil die Optionen, und ich hoffe, das konnte ich bis hierhin relativ gut darlegen, sind dann erstmal eine relativ shaky Angelegenheit. Weil, wenn ich in der Lage bin, problemlos Sam East Roasting aus Casino zu zitieren, mit die Hauptregeln im Casino lautet, veranlassen Sie zu spielen und sorge dafür, dass Sie wiederkommen. Je länger Sie spielen, desto mehr verlieren Sie. Am Ende kriegen wir alles. Dann befinden wir uns natürlich in einer Situation, wo man zu Recht besorgt sein kann. Und dann, um der Sache jetzt noch final die Krone aufzusetzen, bleibe ich nämlich in Las Vegas und gucke, wen genau wird das hier denn richtig mies treffen. Und da habe ich mal so ein paar klassische Casino-Dinge aus Las Vegas mitgebracht. Nämlich Drinks on the house, you can't afford that, don't worry, I'll help you out. Und look at this guy, he's doing it. Und wenn wir jetzt einmal gucken wollen, wo genau ich ganz genau diese Dinger in leicht anders formulierter Form, aber in den letzten 2 Jahren beobachtet habe, kommen wir halt hier raus. Drinks on the house, natürlich, diese ganzen Neo-Broker machen ganz genau das. Komm bei mir spielen, ich schenke dir noch ein bisschen Geld. Hier, ganz viel Spaß mit dieser ganzen Geschichte haben. Und Scalable nur exemplarisch. Also das Robinhood Trade Republic, nennen sie mir. Ne? Aber quasi im Nachhinein gehen alle darauf, jetzt irgendwie Leute dazu bewegen, komm und versuch dein Glück am Aktienmarkt. Wo wir schon da sind, du kannst es dir nicht leisten, eine Tesla-Aktie für 800 zu kaufen. Easy. Dann kauft noch einfach eine Option drauf. Die kriegst du für 3 US-Dollar. Und ja, man, das Risiko ist überschaubar, aber brauchst du dich auch nicht mit auseinandersetzen, mit Rechten oder so. Hier, mach ganz einfach so. Du musst die Option, wenn die in eine Money geht, wirst du ziemlich reich. Und wie kommen die Leute überhaupt darauf, dass sie mit Optionen auf Tesla reich werden könnte? Ja, das sind nämlich ganz genau die, dass diese Social-Media-Welt, in der wir uns aktuell befinden, ganz genau das befeuern. Ne, guck dir an, wie ich Geld mache. Ne, also jetzt hier Jason DeBolt nur als eins von vielen Beispielen, der halt im Nachhinein einfach ein Riesenvermögen mit Optionen auf Tesla gemacht hat und es so ganz genauso dasteht. Ne, der schreibt nicht, hey, ich habe hochspekulativ die Würfel im Casino gerollt und bin damit reich geworden. Der schreibt, hey, ich bin ein verdammtes Genie bei der Geldanlage und deshalb gehe ich jetzt in Rente, weil ich clever genug gewesen bin, Tesla zu kaufen. Und wie viel Follower hat der? Er hat auch 30.000, ne? Oder sowas. Das war, also er hat auf jeden Fall 35.000 Herzen für diesen Beitrag bekommen. Ja, genau. Der fast 5.000 Mal geteilt wurde. Ja, fast 5.000 Mal geteilt wurde. Das ist jetzt ein Finanzguru, ne? So läuft das heute. Ja, ja. Und das sind natürlich sich selbst verstärkende Tendenzen. Und das ist halt quasi das Grand Final, ist, dass das natürlich halt auch die Situation sind, in die wir uns halt selber bringen. Ne? Many influencers report that when they hype an investment, also halt quasi immer positive Neuigkeiten, weil anderes wollen wir nicht hören, they get the page views they crave. Also die Leute kommen nur, wenn du halt auch einfach wirklich optimistische Botschaften verteilst. When the message is bearish, however, viewers turn away or worse, attack the messenger with vicious trolling. Also wenn du halt im Nachhinein einfach mit schlechten Neuigkeiten um die Ecke biegst, und das ist halt das Tolle, diese verzerrte Wahrnehmung in Social Media, dann kommen natürlich die ganzen Bullen und sagen, ja, du bist so doof, immer mit deiner negativen Perspektive auf das Ganze, stonks only go up, wieso hast du denn verkauft, bist du denn doof? Und das ist halt quasi jetzt wirklich der Haupt-Takeaway von dieser ganzen Geschichte, ist, wenn es in den sozialen Medien grundsätzlich immer nur darum geht, positive Neuigkeiten zu verteilen, weil sonst folgt keiner mehr deiner Page und niemand interessiert sich mehr für dich. Und die sind sogar noch böse, wenn du negative Botschaften verteilst. Kann es eigentlich nur eine Lösung für dieses ganze Problem geben, und das ist, dass wir nächste Woche mit dem The Trend is Your Friend Spezial das Ganze hier wieder und alle Leute, die wir heute vergrämt haben, wieder zurückholen auf unsere Seite, indem wir mal richtig positive Neuigkeiten verbreiten, wo wir die Welt wissen lassen, ist alles gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Stonks only go up, und es gibt eigentlich nur einen Weg, wir werden alle verdammt nochmal reich mit dieser ganzen Geschichte, ohne wirklich irgendwie Arbeit da rein zu investieren. Ah, hervorragend! Danke! Eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid jetzt mindestens so besorgt wie ich.
Bravo, bravo. Gut. So, gut wie ja. Auf dem Rummelplatz so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Ja, bei dem Thema musst du ja auch einfach gucken, weißt du, dass die Leute nicht verlierst. Und dann natürlich mit dem attraktiven Spannungsbogen hoffe ich, dass wir viele Leute auf diese Problematik jetzt aufmerksam machen konnten, ohne sie zu langweilen. Klasse. Ja, gibt's nichts mehr dazu zu sagen. Alles gesagt. Wunderbar. Wunderbar das Thema aufgearbeitet. War ja wirklich komplex, ne? Ja, aber ich meine, also Herr Strelo ist ja quasi frisch damit konfrontiert. Also, ja, stimmt. Ist das, also würdest du jetzt auch sagen, das sind nicht so gute Informationen, also oder nicht so gute Neuigkeiten? Also die was du gezeigt hast, dass das Handelsvolumen in Optionen halt höher ist als das in den realen Aktien, ne, das halte ich tatsächlich für eine total erschreckende Geschichte. Müsste man noch ein bisschen tiefergehend analysieren, woran das denn genau liegen könnte. Also ist es die Geldmenge, sind es die neuen Player am Markt, war das Optionsgeschäft vor vielen Jahren oder vor wenigen Jahren vielleicht auch nicht so vielen Leuten zugänglich. Ja, also diese Neo-Trader oder Neo-Broker, hast du ja gut rausgearbeitet, sind natürlich auch ganz neue Player, die sich ein ganz neues Klientel auch heranziehen. Das können alles zusätzliche Faktoren sein, aber es ist in der Tat beängstigend. Dass ich jetzt bei so Werten wie Tesla ja auch nicht auf Substanz gehe oder irgendwelche abstrusen Kursfantasien à la Katie Wood teile, das geht mir ja bei Kryptos genauso. Und das haben wir jetzt noch ganz außen vor gelassen, auch das Thema, wo ja auch scheinbar ein immer größeres Vermögen liegt, auch wenn ne, der Bitcoin gerade mal so hoch marktkapitalisiert ist wie Apple. Ja. Aber insofern, nö, macht schon, also macht alles Sinn, ne? Klingt wirklich nach einer sehr, sehr schlüssigen Theorie. Die Frage ist, ne, was bedeutet das jetzt für einen? Ne? Also was ist die Handlungsoption? Also in unserem Doomsday-Special kam jetzt in den Kommentaren auch schon, sorry, bin spät dran, musste noch das Saatgut einlagern. Ja. und Aluhüte werden auch gehandelt. Also insofern schon alles durchaus hier in humoristisch dunkler Stimmung. Die Frage ist natürlich tatsächlich, mit was für Strategien kann man sich da eben halt rausholen? Und ich weiß, Jay, du hast es in anderen Zusammenhängen ja auch schon mal gebracht. Das ganze Wirtschaftsding macht ja irgendwie wichtig und vermeintbar irgendwie auch zu Reichtum und Wohlstand und sonstigen führen. Wenn der Planet am Ende abgerauscht ist, ja, oder eben die Flüchtlingswellen aus Afrika in Europa massenhaft auftreten, dann haben wir ganz andere Probleme. Ja, und dann hilft dir im Zweifelsfall sein Kontostand auch nicht mehr, sondern dann brauchen wir den Selbstversorgerhof im Sauerland und andere zahlen dann halt in der kleinen Goldplättchenabteilung ihre Bedarfe, weil sie nicht selber schon irgendwie auf Land und Viehwirtschaft umgestellt haben. Also, das ist ja die Frage, ist das wirklich die nukleare Option für das Wirtschaftssystem, so wie wir es kennen? Und es ist halt so, dass die Finanzindustrie einen wahnsinnig hohen Teil der Wirtschaftsleistung auch einnimmt, ohne eine echte Leistung im Sinne von Wertschöpfung halt zu vollziehen. Und das sind jetzt irgendwie meine dunklen Gedanken zu dem Thema. Zumal ja die Finanzindustrie ja auch, wir haben ja im Westen oder generell in der ganzen Welt ja sogenannte Teilreserve. Das heißt, die Banken müssen ja nicht zu 100% irgendetwas finanzieren. Es reichen ja, wenn sie 10% vorhalten als Teilreserve, deswegen heißt das System so, und den Rest eben auch per Kredit in die Bilanz schreiben, um damit dann zu arbeiten. Also das Ganze beginnt ja bereits bei den Finanziers des ganzen Wachstums, was zum Teil eben auch, wie wir heute gesehen haben, imaginär und etwas überbordend ist, beginnt ja bereits bei denen, die das Geld zur Verfügung stellen, ja auch schon ein Risiko, weil sie eben gar nicht in Volldeckung in diese Kredite gehen. Ja, per Gesetz übrigens, das ist nichts Illegales, was die da tun.
Also man muss ja erstmal dazu sagen, also der feuchte Traum eines jeden Neoliberalisten ist ja, also quasi, dass die Finanzindustrie ja der wichtigste Faktor bei der ganzen Geschichte ist. Denn die sind ja für die Ressourcenallokation die wichtigste Ressource in der kapitalistischen Grundordnung, nämlich das Geld, verantwortlich. Das heißt also halt quasi die Leute, die das Kapital zur Verfügung stellen, weil der Staat ist ja unfähig dafür, das sind natürlich halt auch die, die die Zukunft formen. Dementsprechend, also würde wahrscheinlich, also jetzt ein echter Hardcore-Neoliberalist, Kolja von Aktien mit Kopf, der würde dir jetzt wahrscheinlich sagen, nee, also du könntest mit deinem Sauerlandhof ja überhaupt nichts anfangen, weil wenn ich dir nicht die Ressourcen zur Verfügung stelle, um, weiß ich nicht, dein Feld zu bestellen, kommst du ja auch nirgendwo hin. Und also ich glaube, da ist man schon auf dem richtigen Weg. Also man, ne, ja, also sind die darin besser als der Staat? Das ist ja die große Systemfrage. Und die will ich jetzt auch überhaupt nicht beantworten in diesem Zusammenhang. Nur, also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, was hier bei der Geschichte jetzt wirklich spannend wird, ist, dass wir aktuell wieder in einer Situation sind, wo, und das ist das Schöne an so einer Sendung hier, also hier wird es jetzt besprochen, bevor das wirklich relevant wird. Also in 2 Jahren werden die Leute hier sitzen und sagen so, wow, wie konnte das sein? Wieso hat da keiner hingeguckt? Wieso hat die BaFin nichts gemacht? So, wieso macht die SEC da nichts? So eine Scheiße. Dann machen die da schon wieder so einen Kack, weißt du, und keinen interessiert. Im Nachhinein ist es ja quasi, weil das, die großen Investmentfirmen, ne, also BlackRock geht es halt irgendwie irgendwas an den Positionsgrößen verändert. Es geht ja immer um den Free Float. Und im Free Float nehmen wir jetzt halt wahr, dass halt quasi der Free Float unter Beschuss geraten ist und der ist halt sehr viel kleiner als die Gesamtmenge der Aktien. Das heißt, darauf können tatsächlich Privatanleger, wenn die hochgehebelt sind, mit Optionen in einer gewissen Art und Weise Einfluss nehmen. Und das sind aber halt auch die, die halt nicht wie BlackRock einfach auf ein easy Kapitalkissen zurückfallen, sondern das sind halt die, die aus dem Markt genommen werden und zwar einfach am laufenden Band, wenn sich das Ding in die andere Richtung bewegt. Weil zum Beispiel sowas wie Tesla, das poolt sich jetzt natürlich alles oben im Wasserkopf und da gehen halt immer mehr Leute in diese Position am oberen Ende rein, die halt immer härter gehebelt sind, wenn die auf Lombard-Kredit unterwegs sind, brauchst du halt einfach nicht viel, dann kriegst du den Margin-Call und dann räumen die dir halt quasi das ganze Ding leer. Ja. Und zusammen mit deinem gelernten Portfolio geht natürlich der Kurs runter, weil du wirst auch keine Käufer mehr finden, die halt irgendwie dann sagen, so, ja, also nur weil halt quasi Hans Meier irgendwie eine Tesla für 900 gekauft hat, bin ich immer noch bereit, das zu tun. Und wenn die halt quasi einer nach dem anderen da rausgehen, dann kommt da natürlich ein Kursrutsch in Gang, der wird halt dramatisch. Und die liquidieren dich ja nicht nur auf deine Tesla, sondern auch auf den Rest mit einem ganzen beschissenen Portfolio. Und das ist ja quasi einfach, wie sowas dann halt einfach dramatisch enden kann. Und, wie du schon sagst, also das ist alles neu. Also quasi niemand hat gedacht, dass wir halt quasi einfach über das Telefon Hinz und Kunz die Möglichkeit geben konnten, hochgehebelt halt mit irgendwelchen Optionen Aktienkurse in die Höhe zu treiben. Und ne, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass der Market Maker selbstverständlich jede Position mit ausreichend wirklich echten Stücken absichert. Natürlich. Also ich glaube, das ist kein Bullshit. Die haben aus GameStop gelernt. Ja. Da wird keiner denken und sagen, ja, ich verkaufe die Dinger naked short. Ne, weil was soll schon passieren? Die haben jetzt gesehen, aus einer 5-Euro-Aktie kann eine 300-Euro-Aktie werden und wenn du die liefern musst, dann bist du halt einfach am Arsch. Das heißt also halt quasi, die Stücke werden selbstverständlich gekauft und dann liegt das Risiko bei einem Privatanleger, der die Finanzbildung nicht besitzt, der die Aktie gekauft hat, so wie der Hedgefondsmanager von davor, weil irgendjemand ihm gesagt hat, die ist gut, die macht irgendwas Spannendes, der Kurs wird steigen. Kauf die Aktie, weil der Kurs wird steigen. Was immer ein guter Grund ist. Und auf so einer Grundlage, glaube ich, hast du Nährboden für richtig miese Probleme, die, und das ist dann halt quasi genau das, was halt nachher bei Collateralized Debt Obligations der Fall gewesen ist, am Ende wird es heißen, ja, wieso hat sich da keiner drum gekümmert? Und dann, und das ist auch, wieso ich mich freue, dass wir auf diesem Blog hier schließen konnten mit diesem Krisending, ist, dann werde ich auf dieses Video verweisen und sagen, wenn die BaFin mir mal angebot, wenn die Gottverdammt diese Sendung geguckt hätte, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Hier war es und es ist relativ offensichtlich und es war uns wieder allen egal. Mein Take auf das. Ja. Ja, ich habe auch gerade noch mal woanders nachgeguckt gehabt, weil es gibt ja den Fear and Greed Index bei CNN, ne? Und erstaunlicherweise, der steht bei 62, also bei 50 wäre er neutral. Also er steht wieder auf Greed, während er vor einer Woche noch bei 32 stand, also auf 4. Also hat sich innerhalb von einer Woche aus dem Angstmodus jetzt wieder in den Giermodus zurückbewegt. Die haben natürlich alle unser Video noch nicht gesehen.